Pfarrer ihren Schäflein empfohlen haben, sich vor der Fastenzeit noch ein paar Pölsterchen anzufuttern. Und dazu eignen sich Krapfen natürlich ganz vorzüglich. In Schwaben, genauer gesagt in Friedberg, herrscht bereits seit Dezember Hochkonjunktur für dieses kalorienreiche Gebäck. Unser Live-Reporter-Team ist heute in der Landbäckerei Ihle und Anja Marc-Schiffert ist unsere Vorkosterin. Anja, ich sehe, du hast dir schon ein richtiges Prachtexemplar ausgesucht. Wohl wahr, Renate, ein Prachtexemplar ist das, und zwar ein Schoko-Prachtexemplar. Der Schokoladenkrapfen, der gehört hier zu den Spezialitäten und wir sehen auch schon, wie der hergestellt wird. Hier ist nämlich die Schokosahne. Der Herr Markus, der befüllt gerade die Krapfen. Das ist sozusagen die erste Station, die Befüllung mit Schokosahne. Und dann geht's weiter. Schaut euch das an. Eine Schokodusche vom Allerfeinsten. Also für Schokoholiker, da ist das ein wahrer Traum hier. Aber ich lasse den jetzt trotzdem mal liegen. Denn es gibt nicht nur den Schokokrapfen, sondern es gibt 12 verschiedene Krapfensorten hier bei Ihle. Und einer davon, klar, ist der klassische Marmeladenkrapfen, aber der sogenannte Krapfen des Jahres, das ist der Liebeskrapfen. Der passt auch gut für den Valentinstag am Sonntag. Der wird jetzt gerade hier zuerst mal mit was befüllt? Himbeerenfüllung. Mit Himbeerenfüllung, aber das reicht noch nicht, sondern es kommt noch mal eine Füllung. Die Doppelfüllung, was ist das zweite? Die Vanillesahne. Also ganz besonders viel Füllung ist drin in dem Krapfen und es geht hier direkt weiter. Hier kommt jetzt der Überzug. Was haben wir denn da? Weiße Schokolade. Weiße Schokolade wird gut abgetropft, damit es nicht zu viel ist. Und dekoriert wird natürlich auch noch. Was haben Sie da Feines? Gittermuster mit weißer Schokolade, roter Schokolade. Rote Schokolade als Gittermuster. Also er soll nicht nur gut schmecken, er soll auch gut aussehen. Und da dürfen beim Liebeskrapfen natürlich die Herzchen nicht fehlen. Sind die auch aus Schokolade, die Herzchen? Ja, aus weißer und roter Schokolade. Mhm. Vielen Dank. Aber bevor diese Krapfen so befüllt werden können, dann müssen natürlich erstmal die ungefüllten hergestellt werden, gebacken werden. Und wie das geht, das lernen die Lehrlinge schon hier in der Lehrbackstube bei der Bäckerei Ihle. 25 Lehrlinge sind es im Moment und wir haben ihnen beim Krapfenbacken mal über die Schulter geschaut. Mehl und Eier, Hefe, Fett, Zucker, Salz und Milch. Das Krapfenrezept können die Lehrlinge längst auswendig. Immer wieder werden die Arbeitsschritte geübt. 8 Minuten in der Knetmaschine, dann die erste Kontrolle. Worauf schaust du da jetzt? Also der ist jetzt momentan noch viel zu fest, also der ist nicht elastisch. Das heißt, er braucht noch was. Nach dem Kneten kommt das Walken. Anschließend eine halbe Stunde Teigruhe. Dann wird geschliffen. Das macht die Maschine. Von Hand aber wird nachgearbeitet. Wenn der Teig nämlich Risse hätte, würde sich der Krapfen sonst später mit Fett vollsaugen. Ab in die Gare für eine Stunde bei knapp 30 Grad. Dann werden die Lehrlingskrapfen in heißem Palmöl rausgebacken. Dabei dreimal wenden, damit der Kragen, das ist das Weiße am Krapfen, auch schön steht. Krapfenbacken ist ein filigranes Handwerk und vor allem Gefühlssache. Und das ist beim Backen auch so, also da ist jetzt zum Beispiel fertig, jetzt kann ich dann die Unterseite nochmal nachbacken und diese Krapfen sind dann für heute fertig. Und landen in unserem Fall übrigens nicht im Laden, sondern in der Lehrlingskantine. Also wie der klassische Krapfen entsteht, das haben wir jetzt gerade gesehen. Herr Ihle, bei Ihnen hat ja der Uropa schon angefangen mit der Bäckerei. Hat sich denn in den Jahren beim Krapfenbacken irgendwas verändert? Im Wesentlichen nicht sehr viel. Wir backen heute noch wie vor 4 Generationen, als Georg Ihle 1890 angefangen hat, hier in Augsburg zu backen. Wir legen viel Wert auf echte, natürliche Rohstoffe, damit unser Kunde sicher sein kann, damit in seinem Ihle-Krapfen nur das drin ist, was reinkommen soll. Also keine Modernisierung. Es gibt ja auch hier nebenan noch die Pfannenbäckerei. Da gibt es also ähnliche Gebäcke wie den Krapfen. Warum ist dieses Pfannengebäck denn jetzt besonders empfindlich, so aus Bäckersicht? Ja, da gibt es natürlich viele kleine Kniffe, die zu erwähnen sind. Besonders vielleicht so hervorzuheben ist das Palmöl. Das ist ein reines Pflanzenöl, das warm genug gemacht werden muss, damit der Krapfen in aller Kürze gebacken werden kann. Ich sage oft zu meinen Bäckermeistern, in der Kürze liegt die Würze. 3 Minuten auf jeder Seite wird der Ihle-Krapfen goldbraun gebacken, damit er bekömmlich ist und echt lecker.
verschiedene Sorten gibt, das haben wir schon gesehen, aber es gibt auch noch eine besondere Krapfensorte, und zwar sind es die sogenannten Ausgezogenen. Das sind ja auch Krapfen, oder? Was ist denn da das Besondere dran? Ja, Frau Marx, das Auszogene ist eine bayerische Spezialität. Mein Großvater erzählte mir immer, dass so manch Ausgezogenes über dem Knie, über dem schönen, runden Knie einer jungen Bäckerin ausgezogen worden ist. Und deshalb sieht das Ausgezogene auch so aus, wie wir das hier sehen. Und wenn das Knie spitz gewesen wäre, wäre ein Loch drin? Genau, also dann lag es nicht am Unvermögen des Bäckers, sondern am spitzen Knie der jungen Bäckerin. Aber der Krapfen an sich, der hat ja auch einen historischen Hintergrund. Was ist das denn? Ja, der Krapfen geht auf das Mittelalter zurück. Dort haben Menschen oftmals Gebäcke gebacken, die zwei Zacken hatten. Das sah aus wie Krallen. Man nannte das Karpfe und somit den Namen Krapfen. Oder auch die Römer hatten schon ein Krapfengebäck, das nannte man Globuli, kleines Kügelchen. Und nach einer überlieferten Rezeptur heißt es, das Globuli wurde aus dem Öl genommen und fein mit Honig bestrichen. Das ist eine schöne Geschichte. Ob es wirklich so war, wissen wir nicht. Auf jeden Fall schmecken tut er gut, der Krapfen. Und weil hier mehrere Millionen in der Faschingssaison ausgeliefert werden, von Ende Dezember bis Ende Februar, da werden natürlich nicht alle nur per Hand und alles nur per Hand hergestellt, das ist klar. Wie es in der großen Krapfenbäckerei hier eine Halle weiter zugeht, das sehen wir uns nach 18 Uhr an, dann in der Abendschau. Aber ich gebe jetzt erstmal zurück aus Friedberg zu Renate Herzberg nach Freimann. Unglaublich, Millionen Krapfen aus einer einzigen Bäckerei. Wie das geht, also nach 6 bei Annette in der Abendschau. Und jetzt die Kurzmeldungen